Ja, das habe ich gerade mit ihm gesprochen, ihm mitgeteilt, dass er leider nicht mitfährt, weil es wenig Sinn macht. Es ist natürlich bitter, so eine Entscheidung zu treffen, tut immer weh. Er ist ein sehr guter Spieler, ein guter Mensch, aber in dem Alter habe ich natürlich auch eine Verantwortung und Gesundheit gegenüber dem Spieler. Er hat einfach eine gewisse Vorgeschichte mit der Mandelentzündung von Bayern, hat da schon einige Ausfalltage, auch Spiele gehabt, wo er gefehlt hat. Einige Wochen nicht trainieren können, dann hat er noch eine kleine Verletzung am Fuß gehabt, sprich die Summe der Ausfallzeiten ist am Ende dann für uns schon ausschlaggebend, in der Berücksichtigung, ihn hier spielfit kriegen zu können, dadurch, dass er einfach ja, immer wieder Probleme hat mit den Mandeln. Wenn er jetzt, weiß nicht, 33 gewesen wäre, hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber so müssen wir uns dafür entscheiden, nachzunominieren und Pavlo natürlich alles Gute zu wünschen, schnelle Genesung, dann viele gute Spiele für Bayern. Aber für die EM geht es leider nicht. Ja, wir nominieren schon nach, weil wir einfach ja, nominell noch einen Sechser im Kader wollen. Nicht nur fürs Training, sondern auch für Momente, wo was passiert. Das ist dann auch der Grund, warum wir uns jetzt für Emre Can entschieden haben, der auch ja, gerade sofort seine ja, Begeisterung und Bereitschaft signalisiert hat, zur Mannschaft zu stoßen. Kennt natürlich die Jungs, klar, wir hatten Rocco Reitz dabei, der es ebenfalls verdient hätte, der es sehr gut gemacht hat, aber einfach aufgrund der Vita, ich dann auch einen Spieler im Kader haben will, ja, der schon einige Spiele auch im Kreuz hat, der mit den Drucksätzen noch umgehen kann, den man auch einwechseln könnte, ohne zu viel Druck auf dem Spieler zu lasten. Und da hat Emre, ja, jetzt in der Saison, habe ich ja schon gesagt, bei der Nominierung, wo wir darüber gesprochen haben, sich auch gesteigert und war schon immer ein Spieler, der auch in den Gedanken eine Rolle gespielt hat und, glaube ich, das Profil gut erfüllen kann.